Einer der bedeutendsten politischen Texte von Robert Musil ist jetzt als Taschenbuch erschienen. Es ist der Text einer Rede des österreichischen Schriftstellers aus den späten 1930er Jahren, als er über die Dummheit in der Gesellschaft sprach, genau ein Jahr vor dem Anschluss an Nazi-Deutschland. Das Geburtshaus Robert Musils in Klagenfurt, heute eine der renommiertesten Literaturforschungsinstitutionen Österreichs, das Robert-Musil-Institut. Es wirbt mit einem Konterfei des Autors, der 1880 hier geboren wurde und 1942 verarmt in der Schweiz starb. Die NS-Diktatur hat ihn ins Exil gezwungen. Kurz vor der Machtübernahme der Nazis hielt Robert Musil in Wien eine Rede mit dem Titel »Über die Dummheit«. Er versteht Dummheit nicht als einen individuellen Defekt, sondern als ein gesellschaftliches Problem. Immer dann, wenn Dummheit gehäuft auftritt, das heißt Rücksichtslosigkeit, Egoismus und ähnliche Qualitäten nennt er, dann sozusagen ist eine Gesellschaft in der Krise. Dieser Text zeigt nicht zuletzt, dass Robert Musil nichts an Gültigkeit eingebüßt hat, weil er darin eine Scharfsichtigkeit artikuliert, die auch den Blick auf die Gegenwart erhält.